Ey, wie kann man sich nur so wohlfühlen als Robbe? Oder Leute, willkommen zurück zu Breath of Wild im Master-Modus und die Frau klatscht hier auch. Sie beklatscht den Ring da, oder vielleicht können nur wir den sehen. So, weiter geht es. Die letzte. Die letzte Schrein-Quest hier für das Zeichen von Naboris, um uns dann halt, ja, der Ballade von Ubosa zu widmen. Aber ich bin gespannt, weil wir müssen halt echt nochmal den Boss machen. Den Windfluch oder so. Ich glaube, in seiner vollen Stärke. Aber erstmal, wenn wir das hier schaffen und den Schrein schaffen. Mal gucken. Klung, klung. So, und ich glaube, das hier war auch bei den Ornis gibt es auch sowas. Bloß da müssen wir dann surfen. Wow, hau es ab, du Scheißvieh. So, geht doch. Man hat doch genug Zeit. Okay, man hat echt genug Zeit. Ganz im Ernst. Alter, schön den Sandkamm hier hoch, Alter. Boah, voll daneben. So, wow. Jo, immer schön Topspeed. Wow, die Elektroviecher kommen hinterher. Oh Gott, da muss ich durchzüngeln, Alter. Okay. Wow, Antrieb. Komm schon. So, halt. Scharf links. Jo. So. Okay, Alter, wir werden nur mal durch die ganze Wüste durchfahren. Jung. Oh, mir ist heiß. Hilfe. Mir ist heiß. Oh, das ist das Ziel. Okay, der ist egal, wie ich jetzt schwitze, Leute. Wow. Das Ziel. Ja, eine der eher einfacheren Prüfungen, den Tatakama Simri Schrein zu offenbaren. So, supi, holen wir uns das letzte Zeichen. Und dann irgendwie, glaube ich, ich muss dann ja, glaube ich, einfach bloß zum Titan, ne? Und dann, dann wird's spannend. Wir schauen mal. An sich, den Elektro-Team-Demon da, den Dämon-Donnerfluch da, der ist ja an sich hauptsächlich durch Ausweichen gut angreifbar, aber ich weiß nicht, was für Waffen ich habe. Mehrfach nutzen. Was, nutzen? Was denn für ein Nutzen? Ach ja, mehrfach nutzen, ja, alles klar. Natürlich. Erstmal mir eine Brücke sein. Weil, wenn das unter Strom steht, kann ich es nicht benutzen. Na, erstmal ist das mir hier eine Brücke. Und dann ist es eine Stromzufuhrlücke. Irgendwie so. So, ihr wisst schon. So. Cool. Einfach klasse. Okay, warte, jetzt ist hier. Eieiei, wie mache ich das denn jetzt? Ich glaube, erstmal. Das nach hinten schieben. So, Strom unterbrochen. Ich schleiche mich vorbei. So, wo ist hier nochmal eine Truhe? Nochmal genauer gucken, denn hier gibt es wieder eine, leider. Okay, hier müsste ich auch was machen, dass da die Tür aufgeht. Okay, wartet mal. Hau ich das Ding erstmal hier kurz weg. Das Ding hier kurz mal weg. Ich muss ja erst auch rüberkommen. Erstmal muss ich rüber. Ne? So. Ich habe sogar noch einen Bonus zum Aufschieben, wenn ich es denn müsste. So, ich glaube, das ist aber hier. So, das war's ja so ja schon. Geil! So. Mehrfach nutzen, Leute, nicht vergessen! So. Okay, was ist. Okay, da gibt es welche zum dran hochklettern und welche zum nicht dran hochklettern. Das ist natürlich mies. Hier haben wir eine Truhe. Hol ich mir natürlich erstmal die Truhe. Also da. Ne, wo ist die Stromquelle? Die ist hier unten. Wenn die unten ist, ist es doch richtig einfach. Wartet mal. Ich muss, wartet, hier muss das Ding auf jeden Fall stehen. So, erstmal die Truhe, ne? Erstmal die Truhe. Ganz ruhig. So, und dann halt einfach bloß noch. So, ist halt zum Glück, man hat ja zum Glück echt so einen kleinen Toleranzrahmen hier. Dass das auch überspringt. Ne? Oder auch nicht. Warte, müssen sich echt jetzt richtig krass berühren? Okay, wartet mal. Nein, ach, Mensch. Wartet, dann schiebe ich die mal beide. So. Jetzt habe ich den zu doll geschoben, Mann. So, connecte doch einfach ganz leicht. So. Okay. Kann ich hier wenigstens rüberlaufen? Ja. Okay, gut. Sind isolierte Leitungen. Geil. Ein Königsbaum. Tasche ist voll. Warum ist denn die Tasche immer voll? Was so ein Scheißbogen hier. Aus der Jägerbandenhöhle. Braucht kein Mensch. Aber das hier. Schnellfeuer. So, und wir haben hier alle Truhen. Sehr gut. So, warte, ich kann noch mal die Markierung hier wegmachen. So, jetzt haben wir alle Markierungen wieder weg. Genau. Bei den Gerudos ist bald alles erledigt. Okay,
okay, jetzt halt, also man kann sogar, glaube ich, halt wirklich auch einfach die Isolierrüstung anziehen. Aber ich glaube, nur wenn die auch wirklich Stufe 2 wäre. Ne? Oder halt den Donnerhelm. Warte mal, ich krieg doch dann ja keinen Damage, ne? Wartet mal. Ja, ja. Man kriegt da keinen Damage. Ich glaube, auch mit der Isolierrüstung zusätzlich so als Ultra-Bonus wäre das halt auch so. Jups. So, das muss ja halt bloß trotzdem da hinten noch irgendwie der Strom sein. Aber ich kann ja erstmal hier raufgehen und dann von hier oben aus alles wieder rüberlenken. So. So, Strom ist da hinten dran. Okay, dann halt jetzt nochmal, ne, so ein bisschen rüber. Warte mal, ein schön weit rüber leider. So, oh. Jetzt kurz was an. Wartet. Nochmal ein bisschen näher ranziehen, ganz klein bisschen. So. Okay, der ist connected. Dann kann ich den hier noch ein bisschen nach da schieben. Und ja, halt, der muss ganz nah dran. Sonst fail. So, was mache ich denn da jetzt? Wartet. Ich kann den noch hier ein bisschen ranholen, glaube ich. So, dann den noch ein bisschen ranholen, glaube ich. Glaube ich. So. Und dann hat natürlich noch den ganz da hinten, den ganz letzten. Na komm, na komm. So. Okay. Fingerspitzengefühl. Ja. Boah, das war ja der letzte Schrein von Obosas Ballade. Sehr gut. Jetzt bin ich mal gespannt, ne? Nur noch eins. Das ist es jetzt. Ich hab ein bisschen geschummelt mit dem Donnerhelm, ne? Aber hey, den hat jeder an dem Punkt. An dem Punkt der DLC-Quest hat den jeder. Ba-bam. So, der Folge halt, Dankeschön. Und jetzt, nun, da du 3 Zeichen gesammelt hast, begib dich zum Titanen Vanabodies. Ja, aber ich dachte, tja, machen wir. Sofort. Und wenn man das halt schafft, gibt es nochmal eine richtig, richtig schöne Erinnerungssequenz. Und das halt bei jedem. Das ist richtig toll. Richtig schön gemacht und alles. Und ach, Mann. Musik machen, Leute, Musik machen. Tja, und dann kümmern wir uns halt noch um die anderen Stellen da. Müssen wir nochmal natürlich wieder richtig krass rumreisen. So, ich glaube, eine Rüstung anziehen, weiß nicht, ob das was bringt. Ich glaube nämlich tatsächlich nicht. Aber ich mache natürlich trotzdem mal meine Ultra-Rüstung. Oder ich weiß nicht, auch mit dem Helm. Alter, einfach mit dem Helm, dass man ja alles was anhaben kann. Also von den Elektro-Donnerfluchen, aber ich glaube, das funktioniert so nicht. Mal gucken. Wir gehen einfach mal hin und schauen, wie das nochmal war. Nach dem Motto, ja, du darfst nur das mitnehmen, was damals in Erinnerung auch dabei war. Irgendwie so. Und ja, cool. Ich glaube, da habe ich so eine ganz schlechte Kriegerrüstung, glaube ich, so ja an. Die Rudo-Kriegerrüstung, kann das sein? Ach, bitte nicht. Ich guck mal. Will ein bisschen Abwehr haben und ein bisschen coole Waffen will ich auch haben. Wenn ich nur so einen Müll habe, der sofort kaputt geht, was soll ich denn machen? So, ach komm, lass mal einfach auf uns zukommen, oder? So, Titan, ich bin da! Was willst du, Mann? Demjenigen, der diesen Titan betritt, biete ich im Namen der Göttin Hylia eine Prüfung an. Ja, die wird richtig bad. Stelle dich im Austausch für die Zeichen von Naboris deinen Erinnerungen. Weg. Meine Erinnerungen? Moment mal. Doch hüte dich davor, diese Prüfung leichtfertig anzunehmen, weil sie in deiner Erinnerung stattfindet. Aber wieso, dann passiert mir noch nichts, oder? Meine Erinnerung? Also in meiner Erinnerung hatte ich schon ganz viele Gardewaffen. Ne, vielleicht kann man ja mal versuchen, so einen Priester zu verarschen. Lieber Priester, ich hatte... Wo sind meine Gardewaffen und das Master Sword? Hm? Das hatte ich eigentlich schon. Okay, also das hatte ich definitiv nicht an. Dies ist ein Ort der Illusion, der aus deinen eigenen Erinnerungen entstanden ist. Ja, ich glaube, der redet halt echt so, als wären wir Obosa, glaube ich. Dein Gegner hier entspricht der Furcht, die dir innewohnt. Du musst diese Herausforderung bestehen. Kann auch echt sein, dass wir quasi noch hier das wieder gut machen. Dieser Kampf ist eine Prüfung der Seele. Nutze nur die dir gegebene Ausrüstung und siege. Ja, klar! Ach man, ey. Ganons Donnerfluch ist back. Na, klasse. So, okay, na, dann komm mal her. Wow.
Verdammt. Wo ist er? Cool, ich hab echt meinen Kumpels alle dabei. Oh Mann, was? Nein. Wow. Ach Mann, komm schon. Mann, Link, wir sehen an. Wir sehen an. Wow. Uff, erstmal runtergefallen. Ich mach das echt, glaube ich, hier unten. Das ist, glaube ich, echt besser. So. Link, kannst du bitte anvisieren? Link, bitte anvisieren. So. Wenn er jetzt kommt, dann. Jawohl. So muss das sein. Yeah. So, weggeboxt. Ja, komm her. Wow, yeah, so nicht mein Freund. Ich sehe zwar kaum was, weil hier alles so komisch kritzelig ist, aber das ist mir doch egal. So, So, oh, oh. Ja, und gleich noch ein drittes Mal hintereinander und damit ist die Hälfte down. Ach man, wie sehr wünschte ich mich, hätte jetzt den Helm dabei. Aber okay, gut. So, das war jetzt... Da muss man ja am besten wieder hoch. Weil man irgendwie... Ach, verdammt, das war nix. Wow. Weil man irgendwie halt diese Elektrodinger an ihn reinballern muss. Ne? Aber es, ach man, ja, da muss ich nach oben für. Mann! Die erste Phase ist unten geil, aber... Danach wird's übel. So, ich habe ein paar mehr Waffen dabei, glaube ich sogar. Ich habe nämlich... Oh, yeah, noch so ein riesen Wirbelding dabei. Okay. So. Okay, dann machen wir das jetzt nochmal. Komm her. So, hält mal her, so ein Ding. So, und hier, friss. Sag ich doch. Das funktioniert. So. Keinen Bogen dabei? Ich habe echt keinen Bogen dabei. So, jetzt sein Schild wieder back. Verdammt. Ich wollte nicht richtig rumbetteln. So, okay. Aua. Verdammt. Alle Waffen weg. So. Daneben. Verdammt. So. Aua. Shit. Komm schon. Dollarsack. Na, nicht so. Mann, ich versuche da mal auszuweichen. Verdammt. Alter, ist klar. Jetzt lässt er mich ja nicht mehr in Ruhe. Er lässt mich nicht mal meine Waffen einsammeln. Was ist denn für ein Sack? Oh, und das ist die Kamera immer. Warum dreht die Kamera so komplett durch? Und irgendwie, weiß ich nicht, fliegt hier überall rum. Da, guck mal, seht ihr, ich wollte ihn eigentlich anvisieren. Aber irgendwie macht er das gar nicht. So. So, jetzt reicht's. Also ich muss jetzt echt mal irgendwie... Link, bitte. Dann halt mit Obosas Hilfe, nicht wahr? Wir haben es geschafft. Obosas Tod wurde gerecht, auch in der Erinnerung, so wie es ungefähr, also ich stelle mir es jedenfalls so vor, dass das quasi den Kampf von Obosa darstellen sollte, halt aus der Mega-Erinnerung, weil wir halt auch so eine Waffen hatten. Und jetzt kommt eine richtig schöne Erinnerungssequenz wieder. Oh, na sowas. Ich mag es allein zu reisen. Außerdem, Wind lenkt mich nichts davon ab, ganz in Gedanken zu versinken. Nun, da ich dieses Gebiet selbst bereist und die Geschichte über den Recken der Gerudo Obosa gehört habe, da möchte ich dir ein anderes Denkmal setzen, als ich es im unvollendeten Lied meines Meisters konnte. Ihr, nicht dir. Sorry. Daher möchte ich Zeit in der Nähe des Titan Vanaboris verbringen, der von Obosa gesteuert wurde. Ich habe ein Lied geschrieben, ein Lied über Obosa, einer der Recken aus vergangenen Zeiten. Höret die Geschichte derjenigen, die Naboris Lenker war. Bevor sie folgte, des Recken fand.
Königin Obosa über die Gerudo wacht. Sie beweist der Prinzessin ihre Macht, so wie ich nun berichte. Prinzessin von Hyrule, es gibt keinen Grund für mich, eure Bitte abzulehnen. Die Jigabande, die Verheerung Ganon zurückbringen will, soll es auf unser heiliges Erbe abgesehen haben. Mit Freuden helfe ich beim Bezwingen der Verheerung. Königin der Gerudo, Urbosa. Im Namen des Königs von Hyrule danke ich euch. Wie ernst und feierlich du warst, Urbosa. So habe ich dich ja noch nie gesehen. Wirklich? Ich habe dich zuletzt vor 10 Jahren so gesehen. Damals hat mein kleines Mädchen nicht oft gelächelt. Urbosa? Ich wollte dich das schon länger mal fragen, aber... Warum bist du eigentlich immer so mütterlich zu mir? Hey, ihr zwei da. Ihr habt Glück, dass ich nichts von euren Methoden halte. Ich greife nicht von hinten an. Na los, kommt. Ihr habt Glück, dass die Prinzessin da ist. Sonst hätte ich euch aufgeschlitzt. Jetzt haut ab. Mütterlich trifft es eigentlich ganz gut. Hä? Wir waren gute Freundinnen damals. Und immer, wenn sie dich im Arm hielt und dir in die Augen sah, hat sie ganz glücklich gelächelt. Du meinst meine... 10 Jahre ist es jetzt her. Du hattest gerade deine Mutter verloren, aber anstatt zu verzweifeln, hast du alles gegeben, um eine gute Prinzessin zu sein. Ich möchte einfach immer für dich da sein. Das bin ich ihr schuldig. Ey, es ist einfach so unfassbar cool. Mann, das ist so schön gemacht und so richtig tolle Sequenz. Und ach, Mann. Ach, gibt einfach so viel Tiefe den Charakteren, irgendwie, dass sie so zusammen alle agieren. Und das ist einfach so geil. Ich kann es einfach nicht anders ausdrücken. Ach, sie muss eine starke Kriegerin gewesen sein. Doch auch jemand, der sich mütterlich um andere sorgte. Wie findest du die Ballade von Urbosa? Der Hammer, Mann. Ich wollte zeigen, wie stark Urbosa wirklich war. Nun glaube ich, meinem Meister einen Schritt näher zu sein. Ich kann mich des Gefühls nicht erwehren, dass ich, der Schüler, die fehlenden Verse ergänzen sollte. Nicht schlecht für einen Woi. Du solltest jetzt noch besser mit Urbosas Zorn umgehen können. Bitte, hilf der Prinzessin. Zeige ganz Hyrule, dass du ein wahrer Held bist. Urbosas Zorn Plus. Enthält die Macht Urbosas. Gewaltige Blitze gehen auf die gesamte Umgebung nieder. Halte einfach Y gedrückt zum Aktivieren. Diese Kraft lädt nun schneller wieder auf. Yeah! Die Ballade von Urbosa abgeschlossen. Oh, sehr schön. Das ging ja doch relativ gut. Weil ich hatte echt... Okay, man hat echt nur wenig Waffen, ey. Aber gut, die kriegen trotzdem gut Damage, die euren Gegner. Auch wenn sie sich halt wieder heilen, hatte ich ein bisschen Sorge. Ja gut, aber damit ist ein Viertel abgeschlossen. Sehr, sehr cool. Und dann gibt es noch drei weitere Viertel. Ja, nochmal natürlich von jedem Recken gibt es nochmal eine andere
andere Zeremonie feiern und ist einfach nur wunderschön und cool. So, ich sehe gerade, dass ich hier das nicht mehr markiert habe. Was soll das denn? Warte mal, ich glaube, ich muss die, wenn denn, schon richtig auswählen. So, ne? Und dann sind auf der Karte wieder die Punkte erreicht. Genau. So, gehe ich jetzt zu den Orni oder doch woanders hin? Ich glaube, ich würde Mipha echt zum Schluss machen, weil das könnte ein bisschen abartig werden. Daran erinnere ich mich nämlich noch, dass der Wasserfluch, den musst du halt echt auf dem Wasser bekämpfen. Und oh, wenn er sich dann noch heilt zusätzlich, ja, da habe ich echt Schiss vor. Und den mache ich zum Schluss, richtig zum Schluss, dann mache ich jetzt vielleicht, ach komm, wir waren gerade bei heiß, dann machen wir jetzt wieder kalt. So, zack. Erstmal überhaupt wieder die drei Orte erstmal markieren. Ich hoffe, ich finde die. Und es hat aber ganz gut geklappt hier in der Wüste, dass ich halt kein Foto machen musste von den Gebilden, die da abgezeichnet waren auf den Steinen. Ich glaube, das mache ich einfach jetzt auch hier wieder. Das sollte super klappen. Und auch die schöne Musik und alles so. Also das Breath of the Wild ist einfach ein wunderschönes Spiel. Kann man nicht anders sagen. Ist total toll. Die Atmosphäre haut so rein. Okay, wie sehe ich denn wieder aus? Ja, wie ist das? Es ist kalt wieder, wusste ich's doch. Okay, ich glaube, man muss sowieso im Schnee rumlaufen. Lass mich mal gleich hier wieder Schneebotten und hier ultimative Ice Resistance Botten. So, okay. Wohin? Andersrum, Link. Genau, andere Seite. So, sieht man die schon von hier irgendwo? Da ist es ja. Ups, so. Ja, wenigstens sind die Dinger nicht schwer zu finden. Obwohl das bei Obosa war noch ein bisschen weiter weg. So, ich glaube, wenn man einfach zum Titan geflogen, wäre man auch easy hierher gekommen. Aber dann beim Turm reicht aus. So, Kashiwa ist auch schon wieder da. Der ist ja immer da. Warum ist der immer so schnell? Warum kann der so schnell sein? Kashiwa, was ist los, Mann? Hups. Ja, ups. So. Dein Kommen beweist deinen Mut. Ach, ist ja schon Phase 2 hier. Ich weiß ja schon Bescheid, was auf mich zukommt. Ah, an den Orten, die dir gezeigt werden, findest du Prüfungen, die dich stärker machen sollen. Ja, aber die machen mich gar nicht stärker. Die machen bloß halt die... Doch, stelle dich ihnen nicht leichtfertig. Okay. Wie der Zerstörer da oben abgebildet ist. Voll cool. Einmal da... Oh Gott, wo ist das denn? Das ist... Ah, ich weiß, das war bei dem... Ja, okay. So, gucken wir uns mal ganz genau hier alles an. Kashiwa, was sagst du dazu? Es passiert ein zweites Mal. Findest du das nicht auch krass? Das Steinmonument hat gerade aufgeleuchtet. Da bin ich mir sicher. Hallo? Seit wann bist du denn da? Ich habe dich gar nicht kommen gehört. Du hast mir gerade ein Lied vorgesungen. Ach, so treffen wir uns wieder. Ah, du hast wohl gehört, wie ich Selbstgespräche geführt habe. Naja, sieh nur, das Monument, das im unvollendeten Lied meines Meisters erwähnt wird, es ist hier. Das zweite. Oh, welche Freude, dieses Lied vor diesem Monument singen zu können. Lass mich das Lied vortragen, das mein Meister mir hinterließ. Diese Verse ehren Rivali, der sich der Prüfung stellte. So höre. Medo durchzieht den Himmel fern, den behenden Recken als seinen Herrn. Größere Kräfte noch zu ergründen. Folge dem, was die Monumente künden. Es gilt, ein Horn des Drachen aus Feuer zu durchbohren, zu fassen. Es stellt sich von Lichtringen führen zu lassen. Es gilt, vier Ziele zu treffen, ohne zu zagen. Prüfungen, die nur Recken wagen. Ach du Scheiße, warum ist der irgendwie mit dem Drachen? Stimmt der? Und was meinst du? Wenn ich in jeder Region den Spuren der Recken folge, sollte ich alle grundlegenden Verse ergänzen können. Wenn ich an jene denke, welche die Titanen steuerten, ach, welche Tapferkeit. Oh. Es liegt nun an mir, den Traum meines Meisters wahr werden zu lassen und das unvollendete Lied fertigzustellen. Für die Erfüllung dieses Traumes muss ich noch viel über die Recken lernen. Da trifft es sich gut, dass Theba und Carneli mir im Dorf der Orni einiges über den Recken erzählen konnten. Bis das Lied fertig ist, ist mein Heimatdorf nur ein weiterer Ort auf meiner Reise, den ich passiere. Oh Mann, die Ballade von Rivali. So, okay, also, was haben wir denn nochmal hier? So, das hier ist, glaube ich, sogar ganz simpel einfach der Trading Ground. Ne, also, das hier müsste das, glaube ich, sein. Ja, genau, hier war die Klippe. Also, ja, ich glaube, da wäre vier Ziele hochtreffen, alles klar. So, was haben wir hier?
Das ist, hier sind diese komischen aufgesplitterten Felsen. Warte mal, ist das nicht quasi da, wo ich einen Teleportationsort habe? Hier sind die Felsen? Ja, das ist doch dann hier. Und hier kann ich mich hinbeamen. Geil. So, okay. Und das letzte, wie mit dem Drachen? Oh Gott, die Sonne blendet. Die Sonne vom Spiel blendet. Das ist in der Schlucht bei der Ecke da. Okay, wartet mal, ich glaube... wartet mal, das ist doch genau... ist doch hier, oder nicht? Hier, oder? Aber da musste... ja, hier kommt ja auch immer sehr oft ein Drache. Muss ich denn echt mal durchbohren? Na gut, ich denke mal, das wäre soweit. Leute, ich würde auch erstmal hier den Part beenden. Es passt wieder ganz gut. Und dann machen wir uns halt beim nächsten Mal in die Ballade von Revali ran. Erstmal die drei Prüfungen, aber ich denke mal, die werden kein Problem. Bis zum nächsten Mal. Ciao.